Liebe Freunde, seid gegrüßt, hier ist MD Vegan. Heute mache ich einen ganz einfachen Salat. Ja, manchmal ist mir so, wirklich nur das Allereinfachste. Ich habe natürlich schon ein tolles Dressing vorbereitet, das auch schon darauf abzielt, dass es ganz einfach werden soll. Und das Dressing hat überhaupt kein Salz und daher kein Öl. Ja, es besteht nur aus Haselnüssen, Avocados, also schon viel Fett, aber kein Öl. Und Chili. Ja, und so Chili, ja, Bird's Eye Chili, ziemlich scharf auf der Mittelstufe, beim Chili und ziemlich scharf, ist hier drin und zwar ordentliche Menge. Das heißt, das hat schon einen gewissen Bums, aber der Salzgeschmack fehlt vollkommen. Und ich dachte zuerst, na, geht das überhaupt ohne Salz, so dieses... Aber wisst ihr, wie das schmeckt? Es schmeckt genau wie eine Art Sahne, so eine haselnussige Sahne, toll. Also wirklich ein toller, ganz feiner Geschmack. Man muss natürlich jetzt den richtigen Salat dafür finden. Man kann wahrscheinlich nicht mit jedem Salat zusammen essen. Ich habe hier das gemacht eigentlich für einen Salat aus grünen, leichten Blättern. Ich habe hier so einen grünen Blattsalat mal ein bisschen abgeschnitten und gewaschen. Ja, so eine Handvoll. Das werde ich einfach ein bisschen klein schneiden. Ich habe einen Salatschleuder, da habe ich die Blätter alle mal reingelegt und nachher schön geschleudert, damit das Wasser runterkommt. Denn wenn man das, so sind die Blätter alle ganz mundgerecht, ja. Wenn man das macht mit der Schleuder, das lohnt sich wirklich für ein paar Euro, um so eine Schleuder zu kaufen. Das ist für Salate sehr schön, damit das Dressing auch gut zur Geltung kommt. Und dazu habe ich einen Maiskolben, den ich im Bioladen entdeckt habe. Gibt es ja nicht oft bei uns. Aber einen frischen Maiskolben habe ich gekriegt, habe ich ihn abgeschält und die Blätter, die Körner einfach mit einem Messer runtergeschnitten. Maiskolben in die Hand gelegt und dann so runtergeschnitten mit einem Messer. Und dann habe ich die Körner. Und mehr mache ich gar nicht da rein. Nur Mais und diesen grünen Blattsalat. Und den Salat, den kann man hier, die Blätter, den kann man schon so essen. Die schmecken schon wirklich toll. Ja? Hat ein ganz feines Aroma. Und der Mais, wenn man ihn so isst, schmeckt ja ganz leicht süßlich. Ja? Also da ist das Salz natürlich wieder eine ganz andere Richtung da rein. Ja? Also um jetzt diese Aromen von diesen beiden sehr fein harmonischen Zutaten hervorzubringen, ist, glaube ich, dieses Dressing sehr schön geeignet. Und ich tue mal eine gewisse Menge drauf, mal gucken, wie viel das jetzt wird. So, das kann ruhig ein bisschen was sein, weil dieses Dressing ist so leicht, die Hälfte nehme ich mal, oder ein bisschen mehr als die Hälfte ist jetzt geworden. Ja. Dieses Dressing ist so leicht, durch diese Avocado mit dem Wasser gemischt und Haselnüssen, gibt es so eine leichte, luftige Konsistenz. Dadurch kann man das sehr schön auf einen grünen Blattsalat drauf tun, weil das ist ja so, dass die grünen Blätter im Salat, die mögen es gar nicht, wenn das Dressing zu schwer ist. Ja. Da hat man also Schwierigkeiten mit solchen cremigen Dressings. Ja. Es sei denn, die sind ganz leicht, wie dieses hier. Und man weiß ja, dass von früher immer, da hat meine Mutter immer, meine Großmutter auch, das war bei uns ein Klassiker, die normale Sahne genommen. Das geht natürlich nicht mehr heutzutage. Ja, wir wissen ja heute, dass die Tiere genauso wie wir auch sind, empfindungsfähig, intelligent, die haben eine Sprache. Alles, vor allen Dingen jedes Tier hat ein individuelles Bewusstsein. Unterschied zur Pflanze. Die Pflanze hat kein individuelles Bewusstsein, eine Art vielleicht Gattungsbewusstsein. Also man sagt ja, Pflanzen fühlen auch was. Ja? Bäume kann man das nachweisen und so. Da gibt es ja so einen deutschen Förster, der hat das schon nachgewiesen, ein Buch geschrieben darüber, eine tolle Sache. Mal reingeschaut, sehr interessant. Tritt die Talkshows auf und so erklärt das alles. Aber solche Forschung gab es schon länger, auch in Amerika, von Leuten, die wirklich diese sozialen Gefüge von Pflanzen erforscht haben und eine Menge rausgefunden haben. Die Forschung geht gerade erst richtig los. Ja, sehr spannend. Aber was allen gemeinsam ist von diesen Forschungen, ist, sie zeigen, dass es die Pflanzen eher so Gattungswesen sind. Ja? Die einzelne Pflanze zählt da gar nichts. In dem großen Verbund. Ja? Also jedenfalls, ich habe es übertrieben jetzt, aber vom Bewusstsein her jedenfalls, haben die kein Einzelbewusstsein, individuelles Bewusstsein. Das haben die Tiere. Ne? Das ist eine höhere Stufe der Entwicklung, eine andere Stufe. Und da haben wir dieses individuelle Bewusstsein entwickelt. Und das macht uns zu einem Ich, zu einer Person, genau wie Tiere auch. Das ist ein Riesenunterschied zwischen Tieren und Pflanzen. Ja? Und deshalb sind wir ja heute alle vegan, weil wir das wissen. Ja? Früher haben es natürlich die Weisen, hier ist ja nicht schön,
Ach, köstlich sieht das aus. Ne? Ein ganz einfacher Geschmack. Natürlich, das Chili ist da schon stark drin, hat auch schon einen Vorrang, aber es überdeckt auf keinen Fall in keinem Moment. Überdeckt ist dieses feine, cremige, nussige Aroma der Haselnuss und diese Süße des Maiskornes und auch dieses leicht, fein, säuerlich, bittere Aroma des grünen Blattes wird davon nicht überdeckt, sondern ergänzt. Ja? Ich freue mich darauf jetzt sehr, als leichtes Mahl den zu genießen, am Abend vielleicht. Und ich bitte euch auch viel Freude daran zu haben. Würde mich gefallen, wenn ihr auch ein paar Merkungen dazu macht, ja, was ihr davon haltet, ist es natürlich etwas Neues, ne? Dieses Dressing so leicht zu machen. Es ist fast eine Art Schonkost, ja, aber manchmal habe ich auf nichts anderes Lust und dann ist das jetzt genau richtig. Ich glaube, auch nach dem Fasten zum Beispiel wäre das toll, sowas zu essen, ja. Ich habe jetzt nicht gefastet, aber trotzdem, heute Abend ist mir danach. Ja, vielleicht habt ihr auch so einen ähnlichen Eindruck, ähnliche Erlebnisse, ähnliche Bedürfnisse, Erwartungen. Ich würde mich freuen, da was zu hören, wie gesagt, und ansonsten MD Vegan auf YouTube abonnieren, jeden Tag ein neues Rezept kriegen.